Das Kino wird in Dunkelheit gehüllt, als der Projektor erneut ausfällt und man hört, wie Leute zur Tür eilen. Du stehst auf, nur um festzustellen, dass die Tür immer noch fehlt. Menschen rufen nach Hilfe. Mehrere Leute holen ihre Handys heraus, um den Notruf zu wählen. Hinter dir stehen zwei Personen, die seltsam ruhig sind. Ein Mann und eine Frau. Sie sehen so aus, als hätten sie einiges durchgemacht. Deine Augen werden zur Leinwand hingezogen. Sie haben einiges durchgemacht. Sie sind gerade im Film, fallen jetzt in einen bodenlosen Abgrund. Oktober. So, ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, wie ich in dieser Situation gelandet bin, hä? Allison Carroll erwachte im freien Fall und sah, wie Robert Toffelmeier mit seinem Handy spielte. Über ihr stürzte ein sichtlich amüsierter Ryan Melbourne ebenfalls in die Tiefe und stieß einen gequälten Seufzer aus. Weißt du, wie ich weiß, dass dieser Job mich abgestumpft hat? Fragte Melbourne und blätterte zum fünften Mal in den letzten 3 Stunden durch den Reiseführer für Sloth's Pit. Wie? Wir fallen in ein Loch ohne Boden. Und das Seltsamste daran ist die Tatsache, dass dein Partner gut gelaunt ist. Und was bin ich, gehackte Leber? Über ihnen schwebte der Ziegenmann, der mit der gleichen Geschwindigkeit wie die anderen fiel. Er hatte auf einer Blechdose herumgekaut und den gesamten Kleber vom Etikett gefressen. Okay, ja, du bist auch ein bisschen seltsam. Danke. Der Ziegenmann taumelte in der Luft und versuchte, sich selbst bei Laune zu halten. Allison starrte Robert an. Hat das Soundboard deines Handys wirklich einen Soundeffekt, der nur Freeze Frame sagt? Ich versuche nur, mich vor der existenziellen Angst zu schützen. Robert schaute stirnrunzelnd auf sein Telefon. Kein Empfang, genau wie beim letzten Mal. Und mein Akku ist auch bald leer. Allison Carroll blickte in den Sternenhimmel über ihr. Laut ihrer Uhr war es 14 Uhr. Da wären wir also wieder. Wenn es so ist wie beim letzten Mal, werden wir wahrscheinlich nicht sterben, wenn wir unten ankommen. Und ich habe Verpflegung dabei. Oh, wir können also sterben, während wir das moderne Äquivalent von Hartkeksen essen. Fantastisch. Alice passte ihren Fallwinkel an, um näher an Melbourne heranzukommen. Seine Definition von Verpflegung ist normale Foundation-Verpflegung und S'mores-Zutaten. Die Ohren des Ziegenmanns spitzten sich beim Klang von S'mores und er sah Robert an, während er die Dose ausspuckte. Puh, Hersheys. Und Jetpuffed Marshmallows. Der Ziegenmann griff nach der Dose und kaute wieder darauf herum. Na gut, du bist gar nicht so übel, plastisch Mensch. Melbourne starrte die beiden an. Er war vorher an Standard 19 stationiert, ja? Ja. Der Standard 19, der dafür bekannt ist, dass dort verrückte Forscher herumlaufen? Genau der. Das erklärt viel zu viel. Und doch so wenig. Die vier stürzten weiter und dachten darüber nach, was zum Teufel passiert war. Vor 3 Stunden. Catherine Sinclair schwenkte ihren Narrativdetektor über das Durcheinander von toten Ranken und stampfte auf etwas, das wie eine junge Kürbisknospe aussah. Überall um sie herum lagen die gemessenen Werte nahe Null. Sie grinste. Ich hatte recht. Narrativ tot. Ergibt Sinn. Saren Price stellte sich neben sie. Ich meine, wir haben das Ding letztes Jahr bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Die Geschichte ist hier zusammen mit dem Schwarzen Herbst zu Ende gewesen. Um sie herum standen die verkohlten Ruinen des Douglas County Jahrmarkts. Das, was einmal Zone 097 gewesen war. Vor einem Jahr hatten Catherine Sinclair und das gesamte Team 25 hier Mavra Isimeria, das schwarze Äquinoxium, verbrannt. In der Ferne konnte sie die Überreste eines Lastwagens sehen, auf dem einst ein riesiger Kürbis gelegen hatte.
Jetzt gab es nur noch den Geruch von verkohlter Luft und einige Anzeichen von Pflanzenleben. Kürbisgewächse waren hier sehr widerstandsfähig. Verbrennt sie, befahl Sinclair, während sie auf einen Haufen grüner Ranken blickte. Wir werden uns in den Stallungen einrichten. Technisch gesehen hatten Sinclair und Melbourne denselben Rang. Sie waren stellvertretende Direktoren von Standort 87, da das restliche Personal fehlte. Ryan half beim Verladen des letzten Transports vom Standort. So, damit ich das richtig verstehe. Raymond February stellte sich neben Sinclair. Du glaubst, dass das Grubenfaulty hier nicht reinkommen kann, weil dieser Ort keine Geschichte mehr hat? Das ist die beste Theorie, die ich habe. 87 wurde auf Teufel komm raus kompromittiert. Keine Ahnung, ob diese Dinger dort wieder auftauchen oder wie wütend sie sein werden, falls sie es tun. Wenn das Grubenfaultier also hierher kommt, kann es entweder nicht eindringen oder es existiert gar nicht, weil es hier kein Narrativ gibt? Ja, aber das ist nur vorübergehend. Sinclair sah auf die zuckende Nadel ihres Detektors. Allein dadurch, dass wir hier sind, erhöhen wir das Narrativ. Ein Beobachtereffekt, wie in der Quantenphysik. In der Nähe des Eingangs zum Jahrmarktsgelände hielt ein Lastwagen der Normal Trucking Company an. Robert Toffelmeier stieg aus dem Fahrerhaus und ließ Allison Carroll und Ryan Melbourne hinten heraus. Letzterer trug einen Rucksack, der viel zu schwer für seine Statur aussah. Was hat er denn da drin? Price sah zu dem Trio hinüber, während Robert half, den Rucksack zu stabilisieren. Die beiden führten Melbourne in die ehemaligen Gebäude der Foundation, die größtenteils von einem umgestürzten Riesenrad zerdrückt worden waren. Allison Carroll konnte nicht glauben, dass Melbourne einen ganzen Server eingepackt hatte. Es würde einen Tag dauern, um das Wi-Fi einzurichten und eine weitere Woche, um sich mit den Servern von Standort 87 aus der Ferne zu verbinden. Melbourne klappte seinen Laptop auf. Du solltest wirklich körperlich fitter sein als das, Agentin. Du vergisst! Koma-Patientin! Einen halben Monat lang! Und das, nachdem dieser verfilzte, lahmarschige Wichser ihr einen Teil des Gehirns ausgehöhlt hat. Erinnerungen löschen und Gehirne aushöhlen ist nicht dasselbe. Nun, dein Kopf hört sich ziemlich hohl an. Toffelmeier klopfte spielerisch mit seinen Fingerknöcheln auf Carols Schädel. Jemand zu Hause, McFly? Alice unterdrückte ein Lachen und schob seinen Arm beiseite. Toffelmeier, heb dir deine Anspielungen für den Filmabend auf. Ryan hustete und rollte mit den Augen. Wenn die Kinder bitte den Raum verlassen würden. Gönn uns eine Pause. Es war ein langer Monat. Das ist das erste Mal, dass wir wirklich miteinander scherzen können. Wieder rollte Ryan mit den Augen, während er sich durch die Dateien auf der Datenbank klickte. Wie viele Leute sind noch im Standort? Eine Notbesetzung. Etwa 50. Genug, um die Anomalien zu versorgen, einzudämmen und den Strom aufrechtzuerhalten. Ryan öffnete einen bestimmten Eintrag und drehte den Bildschirm zu den beiden. Wir gehen hierhin. Die Augen der Agenten weiteten sich, als sie die Designation lasen. SCP-4040. Die Grube. Warum? Ich habe mir die Akte vor ein paar Minuten durchgelesen. Ich gehöre technisch gesehen zur Abteilung für Pataphysik. Du? Die gesamte Mimetik, wirklich. Mimetik bildet die Grundlage für die frühe Pataphysik. Schließlich wird die Realität durch die Information vermittelt, die wir wahrnehmen. Dieses Ding hat euch in die Grube gezogen. Und es wird berichtet, dass ihr da unten ein Wesen getroffen habt, das dem Stadtgründer Jackson Sloth ähnelt. Ich denke, wenn wir diese Entität finden und mit ihr reden, können wir einen Weg finden, diese Krise zu lösen. Nicht so ungut, aber niemand hat die Grube je zweimal gefunden. Es scheint keinen konkreten Ort zu geben. Ich glaube nicht, dass wir euch helfen können, sie zu finden. Melbourne drehte sich um und sah Toffelmeier an. Soweit ich weiß, kennt Robert einen Fremdenführer. Allison sah ungläubig zu Robert, der nur seufzend mit den Schultern zuckte. Wir haben einen Treffpunkt. Der Babybone Wood war nach der Babybone Bridge benannt worden, die über ein lang ausgetrocknetes Flussbett führte. Ein kleines Erdbeben in den 1920ern hatte den Fluss etwa 2 Kilometer südlich umgeleitet. Jetzt thronte die Brücke über totem Laub, ausgetrockneter Erde
und einer Reihe von Eisennägeln, die aus dem Boden ragten. In den Reiseführern wird sie auch als Crybaby Bridge bezeichnet, da man angeblich nachts das Weinen von Kindern hören konnte, wenn man auf ihr stand. Aber das war wohl eher die Schuld eines ganz bestimmten Wesens, das darunter lebte, und das Robert mit einem Stock, Angelschnur und einer Blechdose herauszulocken versuchte. Das ist einfach nur lächerlich. Es ist unser Signal. Er hat es vorgeschlagen, nicht ich. Robert schwenkte die Dose herum. Ziegen lieben das Zeug. Sie fressen den Kleber von Etiketten. Nicht die Dose selbst. Ist Klebstoff nicht ein tierisches Produkt? Macht das Ziegen zu Fleischfresser? Ja, und du siehst gerade sehr lecker aus. Dröhnte eine Stimme hinter Melbourne. Jesus fucking Christ, Eating Soup. Ryan sprang auf und fiel fast von der Brücke. Aber Allison hielt ihn fest und zog ihn wieder hoch. Das ist mal was Neues. Die 2,5 Meter große, geflügelte Gestalt des Ziegenmanns lachte und half Melbourne auf die Beine. Normalerweise ist es nur ein Schrei oder ein Oh Gott, nein! Robert warf dem Ziegenmann die Dose zu. Wir müssen die Grube finden. Der Ziegenmann fing an, das Etikett von der Erbsendose zu essen. Das wird schwierig. Ihr beide habt sie schon einmal gefunden. Und für Leute, die, nun ja, die echt sind, sollte es ein einmaliges Erlebnis sein. Eine Geschichte, die man weitererzählt, aber etwas, das man nie wieder finden kann. Aber du kannst sie wiederfinden. Ihr wollt genauso sehr wie wir, dass dieses Ding verschwindet. Der Ziegenmann hörte auf zu kauen. Leise. Habt ihr das gehört? Alle standen still. Alice und Bob standen die Haare zu Berge, als sie merkten, dass ein Reim durch den Wald hallte. Die Grube ist real. Sie weitet sich, wird breit. Der Herbst ist real. Aber Schnee wird fallen, sei bereit. Die Geschichte ist real. Sie kommt in der Nacht. Das Grubenfaultier ist real. Raubt dein Leben ohne Bedacht. Mein Gott, das... Das kommt aus der Grube. Es ist in den letzten Tagen immer lauter geworden. Und die Grube, sie verändert sich. Sie ist größer geworden. Wie viel größer? 6, 7 Meter. Und da ist noch etwas. Der Ziegenmann lehnte sich näher heran. Schreie. Hunderte von ihnen. Menschen, die um Hilfe rufen, als ob sie Schmerzen hätten. Hunderte? Das könnte der Ort sein, an den sie alle gebracht haben. Also ist die Grube voll mit Plastikmenschen. Großartig. Sieh es doch mal so, wenn sie alle da drin sind, können wir nie wieder die Grube finden. Es sollte einen Weg geben, wie ich euch dorthin bringen kann. Wir brauchen dazu den Vollmond und einen alten Kutschpfad, der im Unterholz versteckt ist. Robert zückte sein Handy. Nach einer kurzen Google-Suche fragte er: Heute Abend ist das Ende des zunehmenden Dreiviertelmonds. Ist das voll genug? Einen Versuch ist es wert. Der Ziegenmann drehte sich um, hob seine Hand und ging davon. Folgt mir. Robert blickte zum Himmel, während sie durch den Wald gingen. Der einzige natürliche Satellit der Erde teilte sich den Himmel mit der bald untergehenden Sonne. Ein großer grauer Felsbrocken, auf dem bisher ein Dutzend Menschen gestanden hatten. Weißt du, ich sehe das schon so lange, aber ich werde mich nie dran gewöhnen. An was? Dass der Mond tagsüber im Himmel steht.
Man liest nie darüber in Büchern, sieht es nie im Fernsehen. Es macht mich irgendwie unruhig. Es ist ein Widerspruch. Der Ziegenmann blieb in der Mitte einer scheinbar künstlichen Lichtung stehen. Die Bäume auf beiden Seiten waren hoch. Aber dort, wo Dutzende, wenn nicht Hunderte von Bäumen stehen sollten, war eine Lücke, die sich quer durch den Wald zog. Man kann die Sonne in der Nacht nicht sehen, also sollte man auch den Mond am Tag nicht sehen können. Aber die Wissenschaft hat andere Pläne. Er deutete auf den fast vollen Mond, der über ihm hing. Zum Glück kommt uns das ganz gelegen. Wie das? Dies hier ist die erste Straße ins Lost Pit. Wenn du ihr im Licht des Vollmonds folgst, nachdem du gesagt hast, was dein Ziel ist, kommst du in 10 Minuten dort an. Vorausgesetzt, es liegt irgendwo in der Gegend. Und wenn ich nach Milwaukee will? Warum solltest du je nach Milwaukee wollen? Gutes Argument. Okay, muss ich eine Adresse sagen oder... Nein, nur den Ort. Okay. Der ehemalige Standort von Jackson Sloths Herrenhaus. Er erwartete ein Rauschen des Windes, ein leises Klimpern von Windspielen oder sogar den Klang von Trommeln. Stattdessen überkam seinen Körper einfach nur der Drang zu gehen. Ich glaube, es hat funktioniert. Ja, ich spür's auch. Alice machte einen Schritt nach vorne. Komm schon. Und wie funktioniert das? Fragte Melbourne, als der Ziegenmann neben ihm zu laufen begann. Eine Art langsamer, taumischer Teleporter? Es funktioniert einfach. Man muss nicht für alles eine Erklärung haben. Es funktioniert einfach, ist ein Internet-Meme. Keine wirkliche wissenschaftliche Erklärung. Warum kriegen wir von euch nie eine klare Antwort? Ihr wollt das ganze Universum erklärt haben. Nicht für alles gibt es eine Erklärung. Denn nicht alles sollte erklärt werden. Manche Dinge bleiben am besten ein Rätsel. Denn dann kann man sie weiter hinterfragen. Ryan kaute auf seinen Gedanken herum, während sie weitergingen. Der Klang des Reims wurde lauter, je weiter sie gingen. Sie waren 9,5 Minuten gelaufen, als Robert 3 Dinge bemerkte. Erstens, dass die Eingangstür der bodenlosen Grube vor ihnen stand. Zweitens, dass sehr zu seiner Freude und zu Alices Verdruss das Schild, das er gemacht hatte, Grube unten ohne, TänzerInnen oben ohne, immer noch da war. Drittens, dass es in der Grube still war und das Reimen stattdessen von irgendwo mehrere hundert Meter hinter ihnen zu kommen schien. Diese letzte Tatsache muss auch den anderen aufgefallen sein. Sie drehten sich alle um und sahen ein riesiges Paar Arme mit je 5 Krallen, die aus einem bodenlosen Loch in der Luft hingen. Die Krallen schienen das Loch näher an sie heranzuziehen. Es waren Geräusche zu hören. Wenn es ein Reim war, konnten sie ihn nicht verstehen. Alice hob ihre Pistole, aber der Ziegenmann drückte ihren Arm nach unten. Glaubst du wirklich, dass das funktioniert? Das ist so ziemlich meine beste Option. Allison feuerte 6 Schüsse auf das Biest ab. Die Reichweite war nicht ideal, aber sie wusste, dass mindestens einer von ihnen treffen würde. Das Problem war nur, dass sie zurückkamen. Allison spürte, wie die Kugel in ihrem Rücken einschlug und sie fiel zu Boden, froh, dass sie eine kugelsichere Weste trug. Alice! Robert versuchte ihr auf die Beine zu helfen und sah zwischen ihr und der Grube hin und her. Was ist schlimmer, in eine bodenlose Grube zu stürzen oder von diesem Ding gefressen zu werden? Das kann doch nicht dein Ernst sein! Sie ist nicht ganz bodenlos. Und ich habe es geschafft, wieder herauszuklettern. Der Ziegenmann schnappte sich Melbourne. Warst du schon mal Fallschirmspringen? Nein! Ich auch nicht, aber es ist dasselbe Prinzip. Robert und Alice stürzten gemeinsam in die Grube. Widerwillig wurde Ryan Melbourne hinterhergeworfen. Jetzt. Ich hätte nie gedacht, dass es langweilig sein könnte, in ein
Loch ohne Boden zu fallen und zu sterben. Du bist derjenige, der keine Geschichten erzählen wollte. Robert hatte inzwischen angefangen, etwas von seiner Standardverpflegung zu essen. Allison warf ihm etwas von ihrer Soße hin und Robert reichte Ryan eine Wasserflasche. Mein Handy ist tot. Weiß jemand, wie spät es ist? Allison öffnete ihr Telefon mit großen Augen. Es ist 21.30 Uhr. Was? Wir sind erst seit 2 Stunden am Fallen? Ich glaube, wir fallen noch nicht einmal. Wir schweben nur in der Luft. Über... Mit einem lauten Plumps schlugen sie auf dem Boden auf. Er war erdig, feucht und mit Blättern bedeckt. Ryan wurde von einer herunterfallenden Wasserflasche am Kopf getroffen und Alice musste sich vor herabfallenden Krümeln schützen. Robert stieß nur ein schmerzhaftes Stöhnen aus. Ist jemand tot? Nein, aber ich fühle mich, als wäre ich von einem Auto angefahren worden. Alice schaute auf ihr Handy und schaltete die Stoppuhr-App aus. Okay, also wenn man bedenkt, dass die Zeit hier unten seltsam ist, sind wir etwa 10 Stunden gefallen. Bei einer Endgeschwindigkeit von 53 Metern pro Sekunde bedeutet das, dass wir... Etwa 2000 Kilometer gefallen seid. Mathe ist nicht so mein Ding. Ja, etwa. Alice brauchte einige Sekunden, um zu bemerken, dass die Person, die er gerade geantwortet hatte, niemand aus der Gruppe gewesen war. Sie nahm ihre Taschenlampe heraus und beleuchtete damit die Umgebung. Ihre Augen weiteten sich, als sie die Gestalt eines sehr dünnen, sehr gestresst aussehenden Christopher Hastings, auch bekannt als der Action-Botaniker von Standort 87, erblickte. Um ihn herum lagen die Verpackungen mehrerer Energieriegel verstreut. Ach du Scheiße! Hastings! Sie rannte zu ihm hin. Verdammt! Robert rannte auf den Forscher zu und Melbourne folgte ihm. Bist du das wirklich? Ich hoffe es. Sonst habe ich umsonst Leichen geplündert. Wessen Leichen? Hastings zeigte nach oben auf die Wände der Grube. Alice Taschenlampe folgte seiner Bewegung und sie stieß einen Schrei aus. Die Wände der Grube waren mit dem Personal von Standort 87 gesäumt, das anscheinend durch Wurzeln in die Wand eingewoben war. Sie konnte nicht erkennen, ob sie atmeten oder nicht. Mehrere der unteren Kokons waren aufgeschlitzt und man konnte die Beine und aufgerissenen Hosentaschen sehen. Partridges Notfallwasserflaschen haben mich in der letzten Woche am Leben gehalten, erklärte Hastings und nahm einen Schluck daraus. Er geht nirgendwo ohne sie hin. Sind sie tot? Ich weiß es nicht, aber sie werden auf keinen Fall einen Sturz aus der Höhe überleben. Alice schaute zu Melbourne. Ist jemand in der Mimetik ein Bergsteiger? Ich glaube, Dr. Reinherz hat einmal den Kilimanjaro bestiegen. Hilf mir, ihn zu finden. Allison nahm ihren Rucksack und daraus mehrere Haken und ein Seil. Das wurde gerade zu einer Rettungsmission.